So, herzlich willkommen zum neuen Video. Es gibt jetzt ein bisschen einen Zusammenschnitt von der Fahrt in den Norden. Ich bin wieder nordwärts am Fahren, langsam zurück in die Schweiz und nehme mir aber Zeit. Und jetzt habe ich ein bisschen alles zusammengeschnitten, weil ich habe nicht immer und überall und alles gefilmt. Entschuldigt, manchmal war ich zu faul. Aber doch gibt es etwas zu sehen und viel Spaß beim Gucken. Ich war hier übrigens in Mata Las Canas, das ist vor Huelva, Richtung Osten. Und das war jetzt nicht ganz ohne diese Sandfahrt mit normalem Reifendruck. Das habe ich also gemerkt, wenn es hoch ging. Aber es ging gerade so. Ja. Also, jetzt suche ich mir den nächsten Platz. So, ich stehe hier gerade an der Küste, da wo Paraglider dann losdüsen, wenn Wind da ist. Sehen direkt aufs Meer. Und jetzt fahren wir mal da nach vorne zum Dörfchen. Also ich bin auf der anderen Seite von Mata Las Canas jetzt und auch bis hierher geht das Naturschutzgebiet. Hier ist das kleine Dörfchen. So, jetzt fahren wir mal zum Strand, Strandpromenade. Es ist gerade Ebbe und jetzt gucken wir uns diesen Stein an, der da einfach so im Meer liegt. Ja, also, hä? Dieser Stein, von Menschen gemacht, das war vielleicht mal ein Fundament von einem Leuchtturm, ich weiß es nicht. Müsste da mal erkundigen, weil die Küste wird aufgefressen vom Meer und es hat immer weniger Küste. Also ist gerade Ebbe und dann kann man wunderbar mit dem Bike auf diesem Sand fahren. Hält. Und eben die Küste frisst sich immer mehr, oder das Meer frisst sich immer mehr in die Küste hinein, umgekehrt. Und dieser Stein, oder das war mal eine Befestigungsanlage von früher, also da stand mal das Land bis da nach vorne vor ein paar hundert Jahren. So, da oben steht mein Camper. Seht ihr ihn gerade? Ja, und da gibt es große Dünen. So 15 Meter hoch, 20 Meter. Da kann man runterfahren. Aber man kommt dann vermutlich nicht mehr hoch. Rechts. So, ich fahre ein Stück weiter von wieder dieser wunderschönen Landschaft. Ist übrigens ein Sandhügel, auf dem ich jetzt bin. Da gibt es ein paar Sanddünen, ganz große, die sind aber bewachsen. So, und schon bin ich in El Rocchio, heißt das. Das ist nur 17 Kilometer im Landesinneren, im Naturpark. Und schaut euch an, ein schöner See mit vielen Vögeln und jetzt gehen wir da ins Dorf hinein. So, starke Winde halt, tut mir leid. Kleinen süßen Ponys. Ui.
bisschen wie eine Westenstadt mit dem Sand. Das ist die Stadt, die auf Sand gebaut ist. Also hier gibt es keine Teerstraßen, überall nur Sand. So, und das ist geil, guckt euch das an. Ein Pferd im See. Speziell, da hinten hat es noch mehr. Wow, was ist denn das für ein Pferd, hey? Ja, nur schade, ist die nicht ganz autofrei. Das wäre doch toll, nur Pferde. Also heute ist ja Sonntag und dann ist es eine Attraktion hier, auch am Samstag. Da kommen sie von überall her mit den Reisecars. So, dahinter kommt der versprochene Regen vom Wetterbericht. Sollte schon am Morgen hier sein, aber ich habe den ein bisschen abgebremst, damit ich das Dörfchen hier noch besichtigen kann. Und das hat ja super gepasst. Jetzt suche ich mir einen schönen Platz, beziehungsweise ich habe was gefunden an einem Bach und da stelle ich mich mal hin und ich hoffe, das geht gut. Da könnte man fast einen Westen drehen, wenn man jetzt die Autos wegdenkt. Vielleicht einen modernen Western. Aber gefällt mir. Sandpisten. So, ihr seht, jetzt geht es dann ab, ein Sturm kommt. Also nichts wie zurück zum Camper. Jetzt habe ich eine schöne Runde gedreht. So, wie ihr seht, ich bin glaube auf einer alten Eisenbahntrasse und habe mich ein bisschen verfahren. Ich suche da so einen Fluss, ein kleines Flüsslein. Und da will ich dann übernachten. Ich bin jetzt ein bisschen weggefahren vom Meer ins Landesinnere. So, da wollte ich hin. Jawohl, da habe ich ja mein Plätzchen. So, ich habe da geparkt. Hier ist aber voller Sturm. Es windet extrem. Die eine Seite hat der Regen schon fast sauber gemacht. Diese Seite noch nicht. Offroad und hier. Hier ist der Wasserfall mit diesem braunen Wasser. Der Fluss ist doch noch ziemlich groß. Gehen wir mal runter. So sieht das aus. Ziemlich Schwefelwasser. Tut mir leid wegen Windgeräusche. Ich habe den Schutz drauf, aber es windet so stark. Tja, was ist das Schwefelwasser? Sieht ziemlich braun aus. Aber interessant. So, näher geht nicht. Und jetzt frage ich mich, ist das die Natur, die diese Mauer gebaut hat, oder waren das Menschen? Sieht, glaube ich, schon nach Natur aus, oder? Was meint ihr?
Storch. Irgendwie doch schön, da hat es ganz viel Eisen, irgendwie Eisen, irgendwas drin. So, jetzt bin ich ein bisschen nach vorne gelaufen, es ist morgen früh und da ist diese braune Brühe. Ich glaube eben Eisenoxid oder irgend sowas. Ich bin kein Chemiker. Da drüben ist die alte Eisenbahn, auf der bin ich ja gefahren, also nicht da, weiter vorne, weil das hält da nicht mehr lange. Ja, ich habe mich entschieden, wieder langsam Richtung Norden zu reisen, weil hier unten ist jetzt fast eine Woche Regen angesagt. Jetzt nütze ich gerade eine kurze Regenpause und bin wieder mal zu Fuß unterwegs mit den Wölfen. Und dann fahre ich dann einfach so mal Richtung Norden und schaue mal, wie weit ich komme und wohin ich komme. Und weil jetzt ist ja in Deutschland ist sogar das schönere Wetter, auch in der Schweiz wie hier. Ja, nur bis ich da bin, ist das wieder anders. Ja, jetzt halt. Hä? Haufen Störche haben sich da niedergelassen. Ey. Wahnsinn. Die Angie passt farblich bestens da rein. Ey. Ja, super, Google wieder. Da geht's nicht drauf. Ja, dann muss ich da hoch, geht nicht anders. Hä? Für das hat man ja ein Geländefahrzeug. Ja, das sieht nur so schlimm aus, aber es geht einfach. Gut, bin schon oben. Also die Straße heißt A493, warum die A heißt, ist ja keine Autobahn, glaube ich. Und jetzt fahre ich eigentlich da links hoch an Portugal eigentlich vorbei. Über Land mal eine andere Strecke. Da sind sie, die Trucker, die streiken. Und deswegen sind unsere Regale leer, aber scheiß drauf, ey. So, nächste Übernachtung an einem schönen, wunderschönen Flüsschen. Rio Arden, wie heißt der? Ardena, glaube ich. Ja, da ist gerade eine Brücke. Wunderschön, wir gehen jetzt laufen. So, ich habe noch mal nachgeguckt. Der Fluss heißt Rio Ardilla und der liegt vor Zafra. Ein paar Kilometer, weiß ich nicht, 10, 20. Wunderschön zum Übernachten, gerade bei der Brücke. Man kann sogar auf der anderen Seite runter, ist sogar noch schöner. Aber jetzt habe ich schon geschlafen, jetzt fahre ich dann weiter. So, jetzt bin ich in Cassere, einem größeren Städtchen, das unterwegs liegt. Und da gehe ich immer meinen super Wein einkaufen. Der ist wirklich sensationell gut, zu einem wirklich super Preis auch. Kaufe ich mir gerade wieder ein paar Flaschen. So, und das ist der Wein zu einem super Preis. 4,12 oder 4,99. Da habe ich gleich mal 4 Kisten. Das reicht wieder ein Weilchen. Aber der ist wirklich sensationell und trocken. Und kräftigen, aber wirklich sehr gut. Ganze 7 Polizeiauto, Guardia Civil. Ein bisschen nach Cassere. Bin jetzt weitergefahren, ich habe da in der Stadt übernachtet. Und morgen früh gleich wieder los. Weil es hat angefangen zu regnen, wie ihr seht. So, kurz angehalten, Pause gemacht und es stürmt hier wie die Sau. Jetzt ist gerade kurz eine Pause und auch Regen habe ich jetzt da so weit gefahren, bis es nicht mehr regnet, aber es kommt jetzt wieder.
Und das ist so eine Nebenstraße. Es gibt vier Straßen parallel, Autobahn, Nationalstraße und dann zwei, keine Ahnung, so Dorfstraßen, aber gleich nebeneinander. Ja, so ist das halt. He? Hier der ganze Schmutz noch bringe ich mit. Oh, da oben hat es sogar Schnee in den Bergzipfeln, die sind glaube ich 1000 Meter ungefähr, schätze ich. Hinter den Bergen ist das Wetter wieder besser. Ja, also die Berge sind doch etwas höher, ich bin nämlich jetzt auf dem Pass knapp 1000 Meter oben und das heißt, der Berg ist etwa 1700 Meter. So, 50 Kilometer vor Salamanca, sieht doch die Welt schon anders aus. Ich bin jetzt echt am schlechten Wetter davon gefahren, das liegt hinter mir und da sieht es doch schon besser aus. Mache ich dann bereits bald wieder eine Pause. So, 30 Kilometer vor Salamanca bin ich mal rausgefahren. Ich bin da auf einer Hochebene, wusste ich gar nicht. Wir sind da ungefähr 1000 Meter hoch oben. Und jetzt suche ich mir meinen Platz, es windet. Vielleicht gehe ich da hinter die Strohballen, da bin ich windgeschützt. So, jetzt bin ich schnell auf den Hügel gelaufen. Und das Dorf hier, das heißt übrigens Buena Vista, das konnte ich mir merken. Oh, ein großer Greifvogel. Ja, die Ayla, unglaublich, sie hat einen Kadaver gefunden. Die riecht das von so weit, hey, gut, das ist Windrichtung. Die Vögel kommen auch. Dahinter kommen die Kühe von der Alp, sagen wir in der Schweiz. Ach, das ist ja einfach schön, hä? So, jetzt bin ich zum Dorf. Das gefällt mir, klein, aber fein. Ach, ich liebe so alte Dörfer. Also besser wie Großstädte, ist alles übersichtlich. Und ja, da sieht man richtig alte Architektur. Allein so diese Stelle vermutlich. Ja, am Zusammenfallen und für die zwei Wölfe natürlich auch voll interessant und für mich auch. Oh, das gefällt mir. Kann man sogar kaufen. So, und das Teil sieht aus wie eine Kirche, aber da ist ein Bauer drin. Von der anderen Seite. Ich weiß nicht, war das mal eine Kirche? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Tja, da war ein Künstler. He? Das ist auch speziell. Das ist 10 Meter Dach hoch. Warum muss das so hoch sein? Da fragt man sich, was ist da drin? Keine Ahnung, es ist umzäunt. Sieht aus wie Parkplätze, aber eine Parkbank noch und ich meine ein über 10 Meter Dach. So, ich habe die Arbeiter gefragt, wieso dieses Ding da steht. Die wissen es aber auch nicht. Die sind da nur um Unkraut jetzt wegnehmen. Die wissen das auch nicht. Keine Ahnung, es macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht ist ein Unternehmer pleite gegangen und jetzt steht das einfach da. Und die Gemeinde nützt es jetzt. So, das Dorf ist extrem klein. Hier ist wohl das Restaurant. Und es hat ein paar Einwohner, aber nicht viel. Und ich sehe auch so Ferienhäuser. Ich glaube, da sind die im Sommer. Hier oben ist nämlich schön kühl, vermutlich. Das Restaurant. Also man kann sogar essen in dem Restaurant oder Bar. Plata, irgendwas.
So, da oben ist mein Camper. Ich glaube, ich bleibe da. Stell mich noch hinter die Heubälle. So, gibt wieder mal eine Fahrradrunde in dieser wunderschönen Landschaft. Auf 1000 Höhenmeter, es ist kühl, 5 Grad. Also, ich komme zurück in den Winter. Ja, es ist natürlich jetzt morgen, ich habe bereits da geschlafen. Wunderbar, war schön ruhig. Ein bisschen windig, deswegen habe ich mich hinter diesen Heuballen, Strohballen bzw. versteckt. Und das ging. Angie hat draußen geschlafen. Es hat nicht geregnet, super. Die Eila geht da unten durch. Angie ist oberhalb, ja, die ist da vorne. Wunderschön, da vorne ist die Angie. Es hat die Rasen, glaube ich, ein paar Löcher gesehen. Aber die sind natürlich jetzt alle schon weg. So, da ist mein Camper, schön hinter Strohballen, bisschen windgeschützt. Jetzt geht's weiter. Das ist mal ein Teil, das mich überholte. Wahnsinn. Ein Rotorblatt. Eieiei. Ei, ei. Das ist ein Riesenteil. Da kommt noch einer. Ja, geil. Alle guten Dinge sind drei. Eieiei, die sind sicher 4 Meter breit. Und das sind alles Begleitfahrzeuge, im Ganzen 5 Stück. So, die fahren schneller wie ich, weil ich fahre nicht so schnell. Ich fahre 72. Diesel sparen, so ist das jetzt halt. He? So, schon wieder vorbei. Ja, unterdessen bin ich jetzt in Südfrankreich. Ich bleibe jetzt da ein paar Tage oder ja, ein bisschen, auf jeden Fall in der Region, weil es wird kalt, es kommt eine Kaltfront, nicht nur bei euch im Norden, auch hier unten, in der Nacht sogar Minusgrade und deswegen bleibe ich ein bisschen hier, weil da, wo ich durchfahren muss, da hat sogar Schneefall. Ja, und dann warte ich jetzt mal ab oder wenn, ja, jetzt, ihr hört wieder von mir, he? Bis bald und wie immer Daumen hoch, tschüss.